Seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge hier von Hogwarts Legacy. Victor Wookwood ist tot und Wanwalk dringt in den Keller Hogwarts ein und versucht, uns hier zu untertunneln, um das Behältnis zu nutzen. Was werden wir tun? Lassen wir es hier? Werden wir es öffnen? Ich glaube, wir brauchen es geöffnet, um Wookwood, beziehungsweise Wookwood ist ja bereits tot, um Wanwalk zum Fall zu bringen. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was Sie gesehen haben, was ist mit Isidoras Schicksal? Ja, die Macht darf der Welt nicht vorenthalten werden, aber zeitgleich möchte ich ja auch der mächtigste Zauberer sein. Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser, meiner Macht geschieht. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten wissen, was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Die Arroganz der Zauberwelt. Kobolde haben diesen Ort gebaut. Er gehört uns. Genug, Ranrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Törichte, wichtigtuerische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgibt. Hey, was ein krasser Einstieg. Wo ist er? Okay, hätte ja klappen können, ne? Wieder irgendwo so ein. Genau, da oben. Zack, drauf! Da fliegt der. Na, das wollen wir mal sehen. Ach,
Genau, nicht mich. So, da ist ein weiterer. Shit, da habe ich ein bisschen gepennt. So, da oben entstehen wieder seine Schutzzauber. Steh auf, schnell! Kozio. Erstmal schön verfluchen. Ich habe doch einen roten Zauber gewirkt. Zack. Rauf. Klar. So, schnell hinab. Oh, voll die Endgame-Arena. Los, komm her. Schön reingehüpft. Oh. Okay, jetzt hat er halt einfach drei Verhältnisse. Man kommt aber auch nicht ran hier. Wieder alle Dinger hier zerstören. Und wieder drauf. Komm her, ihr Biest. Und erneut. Du alter Gnome.
aber hallo. Okay, passt, die sind echt schnell hier wieder weg. Mann, ich weiß immer nicht, wie krass die Reichweite hier ist von unserem Superzauber. Shit. Man, da war es fast zu spät. So, drauf! Auf das scheiß Vieh! So, eine weitere Welle. Ach, Fick ist jetzt auch tot. Das ist ja ein Traum. Wir sterben ja alle weg. Die fliegen. Erstmal schön verfluchen. Als ob Avada Kedavra nichts bringt. Das war's, oder? Bein noch mal schön. Nein. Was ein Scheiß. Jetzt aus dem Weg da. Stirb, Wenwalk, stirb! So, komm schön her, die ganze Macht. Yeah.
für alles. Erstmal rein in Loading Screen. Ja, was für ein krasser Fight. Gerade zum Ende war es doch echt schwer, seine Blubberblasen da, seine Schildblasen zu zerstören. Zum einen, weil man nicht alle Zauber immer bereit hat und zum anderen, weil die immer wieder weg waren und dann hat man versucht drauf und dann wurden sie kleiner. Oder man wurde gestunt durch einen seiner Angriffe, aber nichtsdestotrotz ist Wenwalk besiegt. Aber ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob er wirklich gestorben ist. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, ihn am Leben zu lassen, ob man ihn nicht leben lässt. Denn, das war ja das, was die Hüter auch gesagt haben, ohne Dunkelheit wird es kein Licht geben. Sprich, wenn all das Übel der Welt zerstört ist, und in dem Fall hier für uns Zauberer ist das natürlich ganz klar Onkel Wenwalk, dann haben wir ein Problem. Deshalb da meine Überlegung, ihn einfach am Leben zu lassen. Ich meine, er kann ja irgendwo in Azkaban in irgendeiner Zelle verschmoren, bis er grün und blau wird. Professor Elea Safik. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fake? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Auf, Professor Fick! Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Professor beerdigen würden. Gut, dass Weasley Fake so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte nur, wir hätten das auch für Solomon Sallow tun können. Ich muss bald nach Anne sehen. Ominous, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich soll er dich vor Ollivanders angegriffen haben. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Das Gerücht stimmt. Und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt, was sagst du da?
Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Victor Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Weißt du, seit Ranrock sich für Feldcroft interessiert, interessiert sich auch Rookwood dafür. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er Anne sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Also hat er sie verflucht. Oh, wie grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das erzählst. Anne und Sebastian müssen das erfahren. Und zwar von mir. Wie besprochen, habe ich mit Black geredet. Sebastian ist gerade beim Schulleiter. Aber vielleicht können wir ihn irgendwie informieren. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Genau, denn der gute Sebastian ist leider ein wenig abgedriftet. Hat seinen Onkel getötet. Und auch ein-, zweimal weitere unverzeihliche Flüche genutzt. Aber nun gut. Das soll es erstmal insoweit gewesen sein. Denn wie wir sehen, haben wir die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende des Schuljahres erreicht. Jetzt gilt es für mich noch, privat natürlich, meine ZAGs abzuschließen, mein Handbuch zu überprüfen und alle Nebenaufträge abzuschließen, ob Beziehungsgeschichten oder einfach die typischen Sidequests, um das Handbuch auf 100% zu bringen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für alle, die dieses Projekt verfolgt, zugeschaut haben, Kommis drunter gelassen haben oder auch den ein oder anderen Like da gelassen haben, denn ohne euch wäre sowas hier gar nicht umsetzbar. Und zeitgleich möchte ich mich dafür entschuldigen, dass doch an der ein oder anderen Stelle der Technikteufel war. Sowohl beim Sound als auch bei der Bildqualität kam es doch einmal zu einem wirklich krassen Standbild und auch beim Trollkampf in Hogsmeade kam es leider auch während der Cutscenes zu unterschiedlichen technischen Interferenzen. Ich hoffe, dass das beim nächsten Mal in einer weit, weit entfernten Galaxis nicht der Fall sein wird. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Für mich als Fazit, Hogwarts Legacy lohnt sich auf jeden Fall, selbst für die Muggel, wie ich es bin. Denn man braucht kein großes Wissen, um einzusteigen und kann einfach hinein. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss.